Easy. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, also es wird ja in Mali ein UN-Mandat verwirklicht und die EU hat sich entschlossen, bei der Ausbildung von Soldaten und Offizieren in Mali jede Unterstützung zu gewähren und es ging ja um einen Kampf gegen bestimmte Rebellen. Deutschland entsandte auch Soldaten nach Mali und es wurden auch welche hier in Deutschland ausgebildet. Die Regierung Malis galt schon immer als korrupt, das hat die Bundesregierung nicht weiter gestört, ist aber schon ein Punkt. Nun haben wir einen Militärputsch erlebt. Auch die von uns Ausgebildeten haben durch die Ausbildung die Fähigkeit erworben, einen solchen Putsch durchzuführen. Das muss man ja erst mal real feststellen. Ja, Entschuldigung, es ist einfach so. Ich werde es Ihnen ganz konkret sagen. Zwei am Putsch beteiligte malische Offiziere wurden in Deutschland ausgebildet. Darunter der Vorsitzende des vorübergehenden Putschrates, Assimi Goita. Er wurde 2008 an einer Truppenschule der Bundeswehr als Kompaniechef ausgebildet. Außerdem hat er in Garmisch-Partenkirchen einen Lehrgang in Terrorismusbekämpfung absolviert. Terrorismusbekämpfung absolviert. Naja, wissen Sie, das kann manchmal identisch sein, aber nur in seltenen Fällen. Also in Terrorismusbekämpfung absolviert. Ein weiterer Offizier wurde von 1997 bis 2004 an einer Bundeswehr-Universität ausgebildet. Die sind beide beteiligt am Putsch. Sehen Sie, und wenn Sie nun sagen, die haben mit dem Putsch was gemacht. Sie haben die verfassungsmäßige Ordnung zerstört, die Regierung gestürzt und nun regieren eben Militärputsches. Der Paragraph 8 des Parlamentsbeteiligungsgesetzes ermöglicht es, eine Entsendung zu widerrufen. Wenn Sie das nicht tun, dann sagen Sie, es ist Ihnen völlig egal, dass Sie Soldaten ausgebildet haben, die dadurch auch zum Putsch fähig geworden sind und ihn durchgeführt haben. Und Sie sagen etwas ganz Neues. Erstmalig würde dann die Bundeswehr eine Militärputschregierung unterstützen und an ihrer Seite stehen. Und das nehmen Sie einfach so hin? Glauben Sie wirklich, dass das mit unserem Grundgesetz in Übereinstimmung stehen kann? Dort werden Demokratie und Rechtsstaatlichkeit geschützt. Militärputschisten kennen keine Demokratie und die kennen auch keine Rechtsstaatlichkeit. Deshalb ist es meines Erachtens eine Pflicht des Bundestages, so schnell wie möglich gemäß § 8 des Parlamentsbeteiligungsgesetzes die Zustimmung zur Entsendung der Soldaten nach Mali zu widerrufen. Es wird höchste Zeit. Für die Fraktion der CDU-CSU hat das Wort der Kollege Marco.